They are coming. Go, torch it. Burn it all. But what about the serum? Leave nothing. Now I will show you how I deal with informants. Finish him. With pleasure. These are the coordinates Ellis sent. Over there. It's Ellis. Executed. Leon, you find anything? The place is torched. I don't know what they were growing, but it wasn't narcotics. Romer knew we were coming. So what's our next move? We watch for the next viral outbreak. We won't have to wait long. Logan's report was clear enough. I want two additional teams assigned to this. Find Romer. I understand. Logan is my best agent. What do you want to do? Nothing. We will wait. We will wait and see what he can discover. Our WHO contact was correct. Everyone within 100 miles is dead. Not everyone. This man is still alive. How is that possible? It's not. Hallöchen, in diesem Sinne, hier ist euer Megatex und wir spielen heute mal ein Game, was ich noch nie gespielt habe. Cypherfilter, darum geht es. Ich habe mir halt die Beschreibung ein bisschen durchgelesen und es geht grob gesagt um Terroristen, die wir verhindern müssen, die einen biochemischen Kampfstoff an den Mann bringen. Also, das ist im Prinzip ein Blind Game. Also ich habe keine Ahnung, was mit dem Spiel passiert. Sehr interessant für mich. Erstes PlayStation-Spiel für die PlayStation 1, das ich noch nicht gezockt habe. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an diesem Blind Game dann wie ich. Haut rein. Let's go. Dann starten wir mal die erste Mission. Detective, FBI, bla 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 bla. In der Georgia oder Gregoria Georgia Street fangen wir an. Ja, wir müssen im Prinzip den Spionage-Informanten eliminieren und dem sein Kommunikationssystem lahmlegen. Klingt ein easy Job. When does the operation begin? Our intelligence within the FBI was not clear. Klingt, but Romer's men are already inside the subway. Is it the same virus? Yes, enough to eliminate everyone within 100 miles or more. Procedure? Standard intercept and eliminate. These are from our contact inside Interpol. Jenkins' team is already on search and defuse. You are the trigger. I recognize Anton Girdu and Mara Aramov. Who's the other one? Pavel Kretich, Romer's communications expert. When you eliminate him, you'll also have to destroy his comm uplink. You'll be dropped into the strike zone when the firefight begins. You'll have an hour to find your targets and take them out. Do the locals know what they're dealing with? No. I've got an ID match for Romer on level 1. Girdu is on level 2. No location yet for Kravitz, and I don't see any sign of Aramov. Copy. I'm on my way. So, nur zur Info, wir sind Gabriel Logan, ein Geheimagent der Agency. Oh, der war gut, der Schuss. Kann man mal hier rein gucken, was hier geht. Können wir irgendwie springen? Ah, okay, wir können klettern. So, M16. Klettern wir hier mal. Gabe, I'm getting interference. You must be near their communications array.
Kravitz. Ah, okay. Hier ist unser Profispion. Kravitz. Da hinten ist er. Und er hat eine kugelsichere Weste. Die wir hoffentlich gleich erledigen. Diese kugelsichere Weste. Gucken. Und die zielen, ja. Ah, okay. Kann da irgendwie seinen Schädel zielen? Gucken. Ja, halt mega nice, wenn wir den von hier aus voll in den Kopf ballern könnten. Ah, okay, ich spiegel verkehrt. Okay, keine Munition mehr. Das ist scheiße. Ja. Hatten wir was vor? Haben wir den jetzt umgelegt? Mit dem Kopfschuss? Da kommt nichts mehr. Okay. Ah ne. Da ist er. Auf den Kopf. Schnell hier hinter. Oh! Eine neue Waffe! Direkt eine Shotgun, Alter. Müssen wir die mal weg hier, würde ich sagen. Ja. Okay, schnell wechseln. Ah, okay. What? Shit. Okay. Das hat geballert. Der Junge hat fliegen gelernt. Voll in die Hüfte rein. I've taken out Kravitz and destroyed the comm equipment, but I don't see their uplink dish. I'll trace it. So, wir haben das Kommunikationssystem von Kravitz lahmgelegt, haben ihn umgebracht. Und jetzt, keine Ahnung, müssen wir noch irgendwas machen. Gucken wir mal hier. Keine Ahnung, wir am Anfang zurück. Da kommt er aus einer Sackgasse rausgeschwommen. Okay. Ah, nee, cool. Hier geht's auch weiter. Alles klar. Dann wollen wir mal weiter. Dachschuss. Oh Gott. Hier. Aber gute Ding. Was die aushalten kann. Quatsch. Von in die Hüfte geschossen. Super gezielt. Flagjack. Scheint mir, genau, kugelsichere Weste zu sein. CBDC has an agent pinned down at your location. Warum ihr euch fragt, warum ich nur im Prinzip englischsprachige Spiele spiele, bis auf, ich glaube, Harry Potter und Pinocchio. Ich glaube sogar Pinocchio war ein englisches. Ich möchte halt so viele wie möglich offen halten, dass jeder die Spiele verstehen kann, im Prinzip. Deswegen sind die Games immer auf Englisch. Und soweit es mir möglich ist, übersetze ich das im Prinzip auch. Das ist ja, da kommt man meistens immer schon mit Schulenglisch weiter. So. Wow! Okay. Ja, da kommen irgendwie zwei Affen raus. Ah, guck mal, oh, Hemm, 16. Lecker, das schmeckt. Das würde ich sagen. Dann kann man hier die Taschenlampe.
auswählen. Glaube ich zwar nicht, aber gut, dann müssen wir Start drücken. Start. Und müssen dann im Prinzip auch Weapons und die Taschenlampe wählen. Jawohl. Hier ist sonst nichts in dem Raum, hier geht's nicht weiter. Aber da ist wieder eine Kiste mit Grenades. Granaten. Granaten, meine Freunde. So, dann brauchen wir die nicht mehr, denke ich mal. Also bis jetzt noch nicht. Und jetzt müssen wir raus. Denke ich mal. Also, hoffe ich. Gehen wir mal zurück. Gucken wir, ob wir irgendwo was übersehen haben. Okay, da wird fleißig geballert. Wir laufen aber ganz schön schick vorbei. Da ist Brennen. Da geht's auch nicht weiter. Okay. Ich wäre schon viel schneller und weiter, wenn ich meinen Kumpel hier hätte. Der ist in solchen Spielen immer voll der Top-Kandidat. Ey, ich baller dem zweimal ins Herz, Alter, und er steht immer noch. Ich spiele es auch ein bisschen. Vielleicht hier im Raum. Ah, 10 Fenster. Kann ich da durch? Kann man da zerschießen? Ja, ey. Wow. Yeah. Jetzt sind wir in irgendeinem Hinterhof. Super. Da ist eine abgeschlossene Tür. Da komme ich durch. Zack. Mal gucken. Sniper-Muni. Da können wir auch nicht weiter. In solchen Spielen kannst du auch bestimmt irgendwelche Schlösser aufschließen, oder? Ha! Wie ich es doch vermutet habe, da hängt ein Schloss. Können wir das kaputt schießen? Hoffen wir mal. Aber ich denke schon, oder? Gucken wir mal. Yeah! Korrekt. Ja, dann betätigen wir mal diesen Hebel. Und fahren runter. Wuhu. Yeah, super. Kontakt aufnehmen. Gabe, this must be where the subway security bypass switch is located. Find it and shut it off. Copy. See if you can find a copy of the subway system security protocols. Also wir müssen im Prinzip den Schalter hier unten finden und damit das Security-Sicherheitssystem ausschalten. Und damit sich irgendeine Tür öffnet. Bypass the subway security. The ramp in the first terminal should be clear now. Okay. Können wir durch irgendeine Tür gehen? So. War klar. Kann ich gucken. Ja, zack, haben wir den vom Himmel geholt. Jumpen wir mal wieder hier in das Fenster. Blei. Tun jedem mal gut. Würde ich sagen. Yeah, unsere Todesrolle. Okay. Todesrolle hier runter. Aber Vorsicht, nicht Genickbruch. Ja. Es ist dunkel. Müssen wir mal hier. Erstmal irgendwie wieder
Taschenlampe nehmen hier. Eine kugelsichere Weste. Okay. Dann nehmen wir uns mal wieder eine Waffe. Am besten erstmal. Romer's men have set a viral bomb on level 1. If you find it, tag it. I'll give its location to CBDC. Copy. Where's Romer? Level 2. I'm on my way. Okay. Wir müssen jetzt irgendwelche komischen Dinger klar machen. Stimmen wir erstmal hier runter, gucken, was geht. So, gehen wir mal runter. So. Scheiß Streukugel. Ah. Beacon set. Tell CBDC to get its guys down here. Copy. They're on their way. Okay. So. Ach, noch drei Schüsse. Fuck. Schuss. Oh, wie viele Schüsse hält so ein Typ aus? Unnormal. Krank. Drei, vier Schüsse von der Sniper, Alter. Creepy. So, jetzt muss man natürlich warten, dann werden wir wahrscheinlich vom Zug überfahren. Springen wir mal hier rüber, sammeln wir mal die ganze Scheiße hier auf, die Leichen hier mal verkackt haben. Check. Exit. Okay. Stürmen wir mal hier runter. Nehmen wir die mal mit. I've located Romer. He's on the lower level, arming another bomb. I'm moving. Also hier irgendwo ist noch eine zweite Bombe, die wir entschärfen müssen. Oder was? Krass, aber die setzen aber jetzt ganz schön auf hier mit ihren Geschützen. So, also da unten geht nicht weiter. No exit. Wie ich das liebe hier. Immer dieses Auswählen. Von der Taschenlampe. Sind auch zu hoch. Wir fahren dann mal runter. So. Ja. Mann. Ich glaube. Dann haben wir dem erstmal einen in den Rücken. Okay. Hier geht's nicht weiter. Ich denke mal, wir haben es jetzt gleich geschafft. Wow. Puh. Boah, so war das knapp, ey.
beiden Tünnissen mal in den Rücken. Wir müssen ja ein bisschen jetzt vorstürmen hier. Haben wir ja ein bisschen schon gut Munition gesammelt. Dann schießen wir dem ins Herz, genau. Und dem müssen wir auch mal das Licht aus. Ganz locker, ganz easy. So, jetzt muss ich mal sagen, ich lasse uns da gleich nochmal so ein Spaß. Die kommt mit einer Dings. Eine Kugelsicherung, weißt du? Man, wenn man vom Teufel spricht. Ja. Da ist die zweite Bombe. Entschärfen wir die mal. Gabe, what's happening? Huh? I'm setting a beacon. Wait. Leon, this one's different from the others. It has a shorter timer and it Gabe, looks... Gabe, that's not viral. It's too late. Whoa. Fucking awesome, Alter. Mega-Explosion im Tunnel, Alter. Krass. Haha. Fett. Jo, klar. Wollen wir speichern. Ja. Ja, klar. Safe Connect. Dann, meine Freunde, im zerstörten Tunnel machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Wie gesagt, Blind-Projekt von mir, noch nie gezockt. Ich wünsche, oder ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich war Megatex für diese Folge und bin's noch immer für die nächste, klar. Aber ich verabschiede mich für heute und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es heißt Boom! Seifenfilter! Und jetzt kommt das Outro. Film. Ah.